Das Forscherteam um Hans-Jürgen Daniel von der Hochschule Ostwestfalen-Lippe will aus landwirtschaftlichen Reststoffen, die bei der Verwertung von Mais, Raps und Hopfen anfallen, hochwertige Peptide gewinnen. Das Ziel? Diese pflanzlichen Proteine sollen als Lebensmittelzusatz für Diätprodukte, Sportler, Baby- und Seniorennahrung dienen. Die Forscher haben dafür ein mehrstufiges Verfahren entwickelt, das die landwirtschaftlichen Nebenprodukte Schritt für Schritt zu hochwertigen Proteinen verarbeitet. Der innovative Kern des Verfahrens liegt bei der Hydrolyse und der Prozesschromatographie. Auf diese Weise lassen sich ökologische Lebensmittelzusätze gewinnen, die 100% natürlich, pflanzlich, allergenfrei, gentechnikfrei und ohne Zusätze sind. Mit der GoBio-Förderung soll eine technische Pilotanlage aufgebaut und die Kommerzialisierung im Industriemaßstab vorbereitet werden.